Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ich habe von einem Abonnenten, Grüße gehen raus, einen Hinweis auf diesen Artikel hier bekommen. SBA.de hat geschrieben, die B28 in oder bei Blaubeuren, wer das kennt, aus der Ecke kommt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. E-Autos auf Transporter brennen aus. Und das ist wirklich ganz, ganz verheerend. Da sind sieben Fahrzeuge auf diesem kompletten Transporter drauf. Ne? So ein schöner Auflader hier, zack, eins, zwei, drei, vier Fahrzeuge oben und man sieht es. Brennt Licht, Hier, zack, zack, zack. Und dann heißt es nämlich hier, zwei Elektro- und zwei Hybridfahrzeuge brannten laut der Polizei wirklich komplett aus. Und ich denke, das kann man ja hier schon mal sehr, sehr gut erkennen. Also, dass da nichts mehr zu retten ist, das sollte wirklich dem Letzten klar sein. Keine Frage. Der Schaden beziffert sich auf sage und schreibe 150.000 Euro. Also nicht gerade in Pappenstiel. Und die Feuerwehr war mit sage und schreibe 35 Einsatzkräften beschäftigt und zehn Fahrzeugen vor Ort. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und die Gefahr, dass sich die die Akkus ja immer wieder weiter entzünden, ist natürlich auch verheerend, denn, so heißt es hier auch, brennende Elektrofahrzeuge in Blaubeuren, Feuerwehr kühlt Akkus der E-Autos und das wird ja mittlerweile mit Containerfahrzeugen gemacht, vielleicht habt ihr das mal gesehen, wirklich so ein Container, da sind ein paar tausend Liter Wasser drin und da wird das Fahrzeug wie im Schwimmbad quasi, kann man sich das vorstellen, reingesetzt, damit sich der Akku nicht wieder entzündet, weil diese Erfahrung haben zahlreiche Feuerwehren Deutschland und weltweit ja sammeln müssen, dass nämlich wenn es Gedacht war, jo, ist jetzt gelöscht, <laughs> brennt nicht mehr. Und dann hat man aufgehört zu löschen. Auf einmal haben sich die Akkus wieder entzündet. Also wirklich eine ganz, ganz fatale Sache. Aber das Ganze geht noch weiter. Wenn man sich dann diesen Artikel, ich hatte ihn gerade noch gelesen, hier anguckt, im Südkurier, brennender Transporter auf der B31. So läuft die aufwendige Bergung der E-Autos. Ja, und dann muss man natürlich erstmal alles organisiert bekommen. Und wenn man sich dann auch anguckt, welcher Bereich hier eine Sperrung hat. Ja, Brustmahlzeit. Die armen Leute, die jetzt hier verhindert sind. Hier brannte der Transporter, hier ist die Tierheimkreuzung, so heißt das, und hier oben die Ausfahrt Stockach. Ja, super. Und das Ganze bleibt voraussichtlich, heißt es hier, auf jeden Fall noch äh, der Dienstag auch, auch noch gesperrt, hatte ich irgendwo hier gelesen. Das kannst du dir nicht mal vorstellen. Wisst ihr? Wie verheerend, wie gefährlich ist das denn? Stellt euch mal vor, da sitzt jetzt eine Person, vielleicht sogar eine ganze Familie in so einem Auto, und da löst es auf einmal irgendwie ein Defekt des Akkus oder ähnliches so ein Brand aus. Aber in diese sollen wir gesetzt werden und damit fahren? Schreibt mal eure Meinung rein. Bis zum nächsten und ciao.